Als nächstes folgt, ziemlich weit unten, Futur oder Futur. Eine neue Zeitform, die auch dann ganz neue Formen mit sich bringt, wenn ich mich recht erinnere. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Jamais war nie. Du wirst nie allein sein? Du wirst nie allein sein? Man sollte auch eintippen können. So. Du wirst nie allein sein. Okay, du wirst niemals allein sein, genau. Je vais mourir. Je vais mourir. Das hatten wir doch schon, also vor Grammatik. Von der Grammatik her hatten wir das hier schon. Ich werde sterben. Na toll. Je veux manger. Je veux manger. Ich will essen. Das ist aber kein Futur. Ich will essen. Je ne peux pas parler. Ich kann nicht sprechen. Das ist jetzt aber kein Futur. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht sprechen. Um genau zu sein, ist es überhaupt nichts Neues, was hier gerade kommt. Il continue à marcher. Das ist auch kein Futur. Il continue à marcher. Also dieses A, marcher. Er läuft weiter. Er geht weiter. Je vais lui offrir un dictionnaire. Je vais lui offrir un dictionnaire. Das ist zwar Zukunft, aber es ist keine neue Zukunft. Also nicht keine eigene Form. Ich werde lui ihn anbieten. Ich werde ihm ein Wörterbuch anbieten, okay? Ich werde ihm ein Wörterbuch anbieten. Werde ihm ein Wörterbuch schenken. Okay, von mir ist auch schenken. Ich denke, es ist Zeit für mich, ein Fest zu organisieren. Je pense qu'il est temps pour moi d'organiser une fête. Da unten. Je pense qu'il est temps pour moi d'organiser une fête. Da unten, genau. Je suis trop fatigué pour continuer à marcher. Je suis trop fatigué pour continuer à marcher. Je suis trop fatigué pour continuer à marcher. Ich bin sehr müde. Zu müde, zu müde. Sorry. Ich bin zu müde, um weiterzugehen. Okay, alles klar. Ich bin zu müde, um weiterzugehen. Okay, weiterzulaufen. Von mir ist auch das. Du wirst um 3 Uhr da sein. Tu vas être? Tu y seras? Ah, tu y seras 3 heures. Was da unten? Tu vas être là? Dans 3 heures? Scheint mir auch richtig zu sein. Was? Du dort sein wirst. 3 Stunden. Das ist falsch? Okay. Komisch. Ich dachte, das wäre richtig, das erste. Ach nee, das erste ist richtig, das andere ist falsch. Warum ist das andere falsch? Tu vas être là? Wahrscheinlich ist dans falsch. Man sagt wahrscheinlich nicht dans, sondern la. 3 heures. Ach, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Da steht um 3 Uhr. Haha, und ich hab's. Dans 3 heures würde dann heißen in 3 Stunden. Ah, das war der Fehler, würde ich sagen. Ça va être facile à organiser. Nochmal bitte. Ça va être facile à organiser. Okay, ach so, genau. Moment, ça va être facile à organiser. Das wird leicht zu organisieren sein. Genau, okay. Du wirst um 3 Uhr da sein. Tu seras 3 heures. Genau, so. Lektion abgeschlossen. Diese Kurve, die ist interessant.
48%, aber auf den Wert gebe ich nicht viel. Lektion 2. Un jour, elle devra payer pour ce qu'elle a fait. Un jour, elle devra payer pour ce qu'elle a fait. Okay. Eines Tages wird sie bezahlen für das, was sie gemacht hat. Eines Tages wird sie für das bezahlen, was sie gemacht hat. Eines Tages wird sie für das bezahlen, was sie getan hat. Getan klingt besser als gemacht. Getan hat. Eines Tages wird sie für das bezahlen müssen. Oh. Ja, eigentlich hatte ich es ja sogar falsch, weil ich das devra total ignoriert habe. Wie auch immer. Es wurde akzeptiert anscheinend. Tu ne feras pas d'erreur. Tu ne feras pas d'erreur. Tu ne feras pas d'erreur. Du wirst keine Fehler machen. Du wirst keine Fehler machen. Il verra le résultat. Il verra le résultat. Verra. Verra. Muss ich mal gucken, was das heißt. Verra. Ah, von voir, okay. Verra. Il verra le résultat. Er wird das Ergebnis sehen. Er wird das Ergebnis sehen. Sehen, so. Mon fils fera le travail. Mon fils fera le travail. Mein Sohn wird die Arbeit machen. Mein Sohn wird die Arbeit. Arbeit machen. Tu auras 10 ans dans 2 mois. Tu auras 10 ans dans 2 mois. Du wirst 10 Jahre haben in 2 Monaten. Du wirst in 2 Monaten wirst du 10 Jahre alt sein, weil im Französischen wird ja das Alter mit avoir angegeben. Also man hat ein Alter. Man hat Jahre sozusagen auf dem Buckel. So kann man sich das im Deutschen herleiten. Du in 2 Monaten, Moment, in 2 Monaten wirst du 10 Jahre alt sein. Genau, du wirst in 2 Monaten 10 Jahre alt sein. Sie werden niemals auf die Erde zurückkehren können. Oha. Ils ne vont jamais pouvoir. Nee. Hier. Ils ne pourront jamais rentrer sur Terre. Das ist es. Ils ne pourront jamais rentrer sur Terre. Also werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Alors. Il me faudra faire un choix. Alors, il me faudra faire un choix, würde ich sagen. Genau. Il verra le résultat. Il verra le résultat. Il verra le résultat. Er wird das Ergebnis sehen, genau. Il pourra dormir chez moi. Il pourra dormir chez moi, oder was? Il pourra dormir chez moi. Chez moi. Moment. Er wird bei mir schlafen können. Genau. Wir werden diesen Winter wenig Schnee haben. On va avoir peu de... Nee. Nous aurons peu de neige cet hiver. Nous aurons peu de neige cet hiver. Genau, da unten, das ist das einzige Richtige. Il pourra dormir chez moi. Il pourra dormir chez moi. Er wird bei mir schlafen können, genau. Er wird bei mir schlafen können. Können.
Hier, können. Nein, nicht mit 3 N. Können. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Er wird das nicht tun. Er wird das nicht tun. Er wird es nicht tun, ja. Er wird das Ergebnis sehen. Il ne verra. Er wird das Ergebnis. Sorry. Er wird das Ergebnis sehen. Il verra le resultat. Das hatten wir ja schon, den Satz. Resultat. Genau. Nous aurons peu de neige cet hiver. Nous aurons peu de neige cet hiver. Wir werden wenig Schnee haben diesen Winter. Wir werden diesen Winter wenig Schnee haben. Wir werden diesen Winter wenig Schnee haben. On devra partir bientôt. On devra partir. On devra partir bientôt. 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 So. Wir werden rausgehen müssen. Wir werden bald gehen müssen. Bald weggehen müssen. Wir werden bald weggehen müssen. Wir werden bald weggehen müssen. Genau. Il finira le travail demain. Il finira le travail demain. Demain. Il finira le travail demain. Er wird morgen die Arbeit beenden. Er wird morgen, ich schreibe mal vollenden, morgen die Arbeit vollenden, weil finira ist sowas, hat was von beenden, vollenden, hat was von fertig machen. Aber anscheinend doch nicht. Ich dachte, es wäre so. Aber anscheinend ist es wohl, habe ich mich wohl geirrt. Gut. Ce spectacle ne finira jamais. Ce spectacle ne finira jamais. Le spectacle. Spectacle. War das nicht spectacle? Spectacle. Ce spectacle ne finira jamais. Ich mach mal den hier. Spectacle. Ce spectacle ne finira jamais. Ce spectacle. Ne finira jamais. Diese Vorführung wird nie enden. Ach, ohne. Ohne Akzent, alles klar. Dieser Auftritt wird nie enden. Il finira le travail demain. Il finira le travail demain. Er wird die Arbeit morgen beenden. Genau. Cela ne finira jamais. Cela ne finira. Finira jamais. 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 So. Cela ne finira jamais. Das wird nie enden. Das wird nie aufhören. Okay. On devra partir bientôt. On devra partir bientôt. Man muss. Wir werden gehen müssen. Wir werden gleich gehen müssen. Wir werden bald gehen müssen. Wir werden bald gehen müssen. Wir werden bald gehen müssen. Okay. Il finira le travail demain. Il finira le travail demain. Er wird die Arbeit morgen beenden. Okay, morgen beenden. Finira. Finira. Fertigstellen. Ah, okay, fertigstellen. Dann war wahrscheinlich das Wort einfach nur nicht da drin oder so, was weiß ich. Lektion abgeschlossen. Lektion 3. J'irai dormir. Ich werde schlafen gehen. Ich meine, ihr ist... Ire. Gehen, genau. Das erinnert an das Lateinische, weil im Lateinischen ist ire, also ire ist gehen. Daher kommt das wahrscheinlich im Französischen auch. Mit ziemlicher Sicherheit sogar.
Ich werde schlafen gehen. Ich werde schlafen gehen. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Ach so, ja, ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben. And I will always love you. Und so, ne? Il mourra plus tard. Il mourra plus tard. Mourra? Ist das etwa sterben? Mourra. Genau. Er wird sterben. Er wird plus tard. Sehr spät? Plus Später. Ach so, plus tard. tard. Er wird später sterben. Er wird später sterben. Er wird später sterben. Elle ira dans sa chambre. Elle ira dans sa chambre. Sie wird in ihr Zimmer gehen. Sie wird in ihr Zimmer gehen. Vous irez très tard au restaurant. Vous irez très tard au restaurant. Ihr werdet sehr spät ins Restaurant gehen. Ihr werdet sehr spät ins Restaurant gehen. Restaurant gehen. Ihr werdet sehr spät ins Restaurant gehen. Sie werden sehr spät ins Restaurant Je gehen. t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Toujours. Genau. Er wird später sterben. Il mourra, mourra, il mourra. Plus tard, genau. Il mourra plus tard. Später, plus tard. Mehr spät sozusagen. Plus tard, mehr spät. Wörtlich übersetzt. Lektion abgeschlossen. Du hast Verben Futur gelernt. Du hast 2 Lingots verdient. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.